Hey Leute, ich bin Alex und willkommen zurück auf meinem Channel. Heute habe ich wieder 10 gruselige TikToks für euch. Für alle, die neu sind, ihr fragt euch, was an TikTok gruselig sein soll. Was an dieser App, wo Jugendliche Tanzvideos hochladen und tagtäglich mehrere tausende witzige Videos hochgeladen werden, soll gruselig sein. Aber es gibt auch eine dunkle Seite von TikTok. Und genau die zeige ich euch jetzt. Starten wir am besten gleich mit einem Kanal. Es geht um den Kanal von Lourdes Grad. Schauen wir mal gemeinsam rein. Ich glaube, man sieht schon auf dem ersten Blick, dass es ein bisschen seltsam auf dem Kanal zugeht. Wir klicken direkt mal auf das erste Video. Das Ganze heißt Shower Thoughts, also das, was er unter der Dusche gedacht hat. Okay, das ist, glaube ich, eine Stelle, die ich echt zensieren muss, auch wenn es hoffentlich nur Schlamm ist, in dem sich das Schwein wälzt. Noch, dass TikTok eine harmlose App für Kinder ist. Schauen wir einfach mal dieses Video an. Now take a very deep breath. And as you exhale, let some of the tension go. Also es ist wohl ein Dämon, weil unten im Titel steht ja auch Let Me Out, das heißt, vielleicht ist es ein innerer Dämon, den er loswerden möchte oder rauslassen möchte. Ich find's echt verstörend. Okay, wer weiter solche Videos sehen möchte, schaut am besten auf dem Kanal von Lourdes Grad vorbei. Ich würde sagen, wir kommen einfach zu Nummer 9 der gruseligsten TikTok-Videos. Damit dieses YouTube-Video nicht gleich wieder gelöscht wird, werde ich die Musik in den TikTok-Videos manchmal ersetzen. Dieses Video ist von einem Mädchen, das in ihrem Kopf Stimmen hörte. Schauen wir es uns an. Als sie 10 Jahre alt war, war sie mit ihrer Mutter draußen spazieren und hörte Stimmen in ihrem Kopf. Es war keine männliche oder weibliche Stimme, aber sie schrie, dein Hund ist tot. Die Mutter und sie sind dann natürlich gleich nach Hause gelaufen, weil die Stimme in ihrem Kopf nicht aufgehört hat zu schreien. Der Hund lag dann tot im Garten. Nummer 8. Hier sieht man ein jugendliches Tanzvideo. Aber was in dem Video passiert, seht selbst. Ihr solltet vor allem auf die Tür gucken. Habt ihr es gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es auch gesehen habt. Nummer 7. In diesem Video geht es um ein Baby. Aber irgendwas stimmt mit dem Baby nicht. Oder zumindest mit dem Spiegelbild. Entweder es ist besessen von einem Dämon oder jemand hat einen guten Job in der Videobearbeitung gemacht. Lasst es uns ansehen. Was haltet ihr davon? Kamen euch die Augen auch schwärzer vor als die des normalen Babys? Hier möchte ich euch auch noch ein Video zeigen von einer Katze. Hey Kitty. Wait, what? Nummer 6. Ich glaube, ihr schaut es euch einfach selbst an. Dazu gibt es noch ein zweites Video. Will you come play with me? Please?
I don't want to be alone. We can play forever. And ever. Würdet ihr spielen gehen? Nummer 5. Hier ist ein Mann, der vor einer zerbrochenen Dusche sitzt. Warum sie zerbrochen ist, schauen wir es an. Also es scheint so, als wäre die Dusche auf einmal zerbrochen. Wenn jemand seine Sprache sprechen kann, übersetzt es gerne unten in den Kommentare. Wenn jemand seine Sprache spricht, übersetzt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich glaube, das könnte noch die Schwerkraft gewesen sein. Oh, bitte, bitte. Aber ich glaube, das war nicht mehr so normal. Ist euch auch schon mal sowas passiert? Nummer 4. Hier geht es um eine Puppe. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich mag keine Puppen. Vor allem guckt sich der Besitzer der Puppe gerade einen Exorzismus an. I don't think I can do this for a whole hour. Fuck. This is weird. Ich finde, man sieht ganz klar und deutlich, wie sich das Bein der Puppe immer wieder bewegt. Nummer 3. Es ist auch wieder ein Kanal. Und zwar der von Martin Cabello. Ich zeige euch mal einfach ein paar Ausschnitte davon. Dieser Mann ist entweder vollkommen verrückt oder absolut genial. Aber wahrscheinlich eher verrückt. Auf seinem TikTok-Kanal isst er rohes Fleisch, lebende Tiere. Es gab Tage, wo er einfach nur Hände voller Tabletten gegessen hat. Einige davon enthielten illegale Substanzen. Hoffen wir, dass es einfach nur ein verrückter Mann ist, der sich selbst wehtut. Denn wenn er das nicht ist, beeinflusst er eine Menge Kinder und Leute, die sich auf TikTok befinden. Mit seiner krummen Weltanschauung. A psychological operation, tricking your psychology into believing misinformation. Nummer 2. Auf dem Kanal GP seht ihr eine Menge gruselige Videos. Wahrscheinlich irgendwo aus dem Internet. Ich werde euch einfach zwei der Videos zeigen. Und ich glaube, ihr könnt schon an den Vorschaubildern sehen, dass dieser Kanal nicht ganz normal ist. Schauen wir uns noch ein Video von diesem Kanal an. Scheinbar sind es Aufnahmen von mehreren Überwachungskameras, die den Eingang eines Hauses zeigen. Wie würdet ihr reagieren, wenn jemand mit einem Fernseher auf den Kopf euch einen Fernseher vor die Haustür stellen würde? Schreibt's mal in die Kommentare. Und bevor wir zu Nummer 1 kommen, dem absolut verstörendsten Video, will ich euch das hier zeigen. Ein schreiendes Baby. Was haben ich und das schreiende Baby gemeinsam?
Wir beide sind auf YouTube. Im Gegensatz zu mir hat das Baby, das eine Stunde lang nur schreit, 300.051 Aufrufe. Was ich damit sagen will? Ich will damit eigentlich gar nichts sagen. Ich will damit nur zeigen, dass dieses Video vielleicht ein bisschen mehr Kontext hat als ein schreiendes Baby. Also wenn euch meine Videos gefallen, dann teilt sie mit einer Person, die sich für die Themen, die auf meinem Channel sind, interessiert. Das würde mir sehr viel helfen. Ich danke euch. Kommen wir nun aber zu Nummer 1 und zum absolut verstörendsten Video, das ich auf TikTok gefunden habe. I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you her anyway. Are you ready? Er sagt, ich weiß, dass sie Kameras hasst, Walter, wohl ein Freund, zu dem er spricht, aber ich werde sie dir trotzdem zeigen. Und bei diesem Video frage ich mich wirklich, wie es auf der Plattform TikTok bleiben kann. Welches der Videos findet ihr am gruseligsten? Und werdet ihr bereit für Part 3? Mein Lieblingskommentar unter dem letzten Video ist von Larry B. Sie hat geschrieben, Glückwunsch zu den 300 Subs. Und ja, ich danke euch für 300 Abonnenten und freue mich auf viele weitere. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, weil heute ist leider schon Sonntag. Wir sehen uns, ihr seid die Besten. Bis dann, adios. Moment, falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, denkt mal drüber nach. Vielleicht wollt ihr ihn ja abonnieren. Adios.